Moin moin Freunde, hier ist der Schau und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video. Ja, im heutigen Video möchte ich mit euch mal ganz kurz über Blizzards Gamescom-Präsenz reden in diesem Jahr und dahingehend auch mit der Frage, wie sieht das jetzt eigentlich mit neuem Content aus? Denn wenn ihr euch richtig erinnert, in den letzten Jahren war es immer so, dass wir zur Gamescom neuen Content bekommen haben. Das heißt, vor 3 Jahren bekamen wir zum Beispiel Eichenwalde. War es unsere erste DLC-Map? Ich überlege gerade. Ich glaube ja. Im Jahr darauf bekamen wir Junkertown und diesen Junkertown-Kurzfilm. Im letzten Jahr sah es so aus, wir bekamen Busan und den Diva-Kurzfilm. Das heißt, und übrigens, die Busan-Sache war tatsächlich mit dem Korean Fanfest verbunden, ich habe das schon mal erzählt, aber es war genau der Gamescom-Zeitraum und man konnte die Karte dann erstmals auf der Gamescom auch anspielen. Das heißt, Blizzard hat so ein Muster entwickelt, was Blizzard ja mit allem Content macht, dass man rund um die Gamescom, also rund um diesen Zeitraum, in dem wir uns jetzt befinden, neuen Content veröffentlicht, eine neue Map. Und auch wenn man in diesem Jahr nicht auf der Gamescom ist, können wir relativ stark davon ausgehen, dass wir nur noch Tage von einer neuen Map, vielleicht sogar von einem neuen Kurzfilm, auf jeden Fall von neuem Content entfernt sind. Ich möchte euch im Hintergrund, oder ich zeige euch gerade schon im Hintergrund, aber auch ein bisschen Material, wie Blizzard in diesem Jahr auf der Gamescom aufgestellt ist. Denn auch wenn man ja offiziell keine Bühne hat, was ich weiterhin super schade finde, im letzten Jahr stand ich für euch auf der Bühne, ich habe mit Blizzard zusammengearbeitet, wir haben Lucio Ball gegen euch als Zuschauer gespielt, es war eine riesige Gaudi. Aber es sieht so aus, in diesem Jahr hat man nur einen Gear Store vor Ort. Die Bilder, die ihr im Hintergrund seht, hat mir die liebe Sam aka Nerdshit gepostet, beziehungsweise zugeschickt. Folgt ihr gerne mal auf Twitter, auf Twitch, auf YouTube. Ich habe sie unten verlinkt. Super nett, dass sie mir die Bilder zur Verfügung gestellt hat. Man sieht hier nämlich den Shop und da sieht man diese riesige Diva, die ich echt cool finde. Klaut sie mir gerne. und man sieht so ein bisschen die ganzen Produkte, die ausgestellt sind in diesem Jahr. Eigentlich ganz schön, kann man sich auch alles online bestellen, man kann auch online den Bestand abrufen. Das heißt, wenn ihr vor Ort seid und jetzt nicht so viel schleppen wollt, ist das gar kein Thema. Aber ich wollte euch schon mal ein kurzes paar Impressionen geben, auch von den neuen Items, die da sind. Letzte Woche sprachen wir nämlich nur über die Mei-Statue. Man sieht jetzt neue Pachimari, also Blizzard hat ganz viel neues Zeug mitgebracht, sieht man hier. Ja. Wie gesagt, jetzt kommen wir aber zurück zum Content und die Frage, wie geht's weiter? Weil wenn Blizzard nicht auf der Gamescom ist oder alternativ jetzt auf dem Korean Fanfest, heißt das, dass wir jetzt keinen neuen Content bekommen oder kommt Content erst später? Und ich glaube, wir können eigentlich damit rechnen, dass jetzt jeden Tag quasi eine neue Map droppt. Also es würde mich nicht überraschen. Als man den PTR vor einer Woche geschlossen hat, war es zum Beispiel einer der Overwatch-Entwickler, Romain Dijon, der hat in den offiziellen Foren gepostet, dass es sehr bald neue Dinge für den PTR gibt. Und wir kennen Blizzards Very Soon. Jeff hat darüber mal gesprochen. Es gibt Very Soon, was Wochen entfernt ist, aber es gibt auch Very Soon, was wirklich sehr nah ist. Und wer sich so ein bisschen an den Stream von Seagull und Jeff erinnert, damals ging es darum, dass Jeff gesagt hat, hey, wir haben so rund um die Back-to-School-Period haben wir neuen Content für Overwatch. Und wie gesagt, Back-to-School in den Staaten beginnt je nach Bundesstaat Mitte August, Anfang September. Das heißt, es kann wirklich sein, dass Blizzard sich, obwohl man nicht auf der Gamescom ist, treu bleibt und wir wirklich eine neue Map bekommen. Jetzt ist relativ kurz. Es würde mich sogar nicht überraschen, wenn es ein absoluter Shadow Drop wird, wie damals Paris Anfang des Jahres. Nur weil man nicht auf der Gamescom ist, wäre es nicht überraschend, wenn heute Abend vielleicht oder nächste Woche plötzlich eine Map da ist. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ihr wisst, ich habe einen relativ guten Riecher, was so Content-Drops und sowas betrifft. Und ich will euch hier nicht teasern oder Erwartungen hochhalten. Aber mich würde es wirklich nicht überraschen, wenn diese oder nächste Woche eine neue Map da wäre. Es ist dabei vollkommen egal, ob wir jetzt gerade auf den Live-Servern die Beta-Season oder sowas haben. Denn neuer Content kommt ja eh erstmal auf den PTR. Aber dass wir eine neue Map bekommen, ist eigentlich fast gesetzt. Selbst wenn Blizzard ein bisschen die Schedule in diesem Sommer verschoben hat. Also Sigma, also Held 31, kam ja Wochen später, die Sommerspiele begannen eher, aber wie gesagt, das ist für mich einfach kein Argument dagegen, weil nur weil man nicht auf der Messe ist, hat das nichts zu bedeuten. Die Entwickler arbeiten ja das ganze Jahr auf diverse Zeitpunkte hin
Und man muss ja auch mal bedenken, die im November ist schon die BlizzCon. Das heißt, man kann sich gar nicht so viel Zeit lassen und zu viel abweichen, weil man einfach diesen festen Schedule hat. Da ist zwar ein bisschen Variation drin, dass man Dinge hin und her schieben kann, aber zum Großteil sollte man sich da treu bleiben. Also ja, haben wir einen Blick drauf in den nächsten Tagen. Mich würde es nicht wundern, wenn eine neue Map sehr, sehr bald droppt und vielleicht sogar im Rahmen der Gamescom, auch wenn man nicht auf der Gamescom ist. Sobald sich natürlich was Neues tut, unterrichte ich euch darüber. Ich wollte euch heute aber mal ganz wichtig die Bilder vom Shop zeigen. Wenn ihr euch da was kauft, hey, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch ausgesucht habt. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten.